Wir haben hier eine Aufgabe, in der haben wir die RZ-Matrix gegeben und die ZE-Matrix. Sie sind nicht als Matrixform angegeben, sondern als Tabelle, aber das stört nicht. Das Blabla vorne dran, da steht eigentlich auch nichts Interessantes. Wir brauchen die RE-Matrix. Das heißt also, was Sie sich erstmal natürlich vorstellen, also ich hoffe, das ist Ihnen klar, die RZ-Matrix. Das ist einfach die Matrix 5, 2, 3, 6, 4, 4, 2, 0, 1. Und die ZE-Matrix ist die zweite Tabelle. Das ist einfach 2, 1, 1, 0, 2, 3, 1, 3, 2. Das heißt, ich schreibe die Tabelle einfach nur in Matrixform um. Und es gibt da nur eine Formel, die Sie für den Zusammenhang zwischen diesen drei Matrizen haben. Die Formel lautet RZ-Matrix mal ZE-Matrix gleich RE-Matrix. Mit den üblichen Bezeichnungen A, B, C hieße das A-Matrix mal B-Matrix gleich C-Matrix. Tja, was machen Sie? Sie hatten, wahrscheinlich dürfen Sie einen Taschenrechner verwenden, der grafikfähig ist, also im GTR. Oder Sie dürfen ein Computerprogramm verwenden. Das heißt, Sie speichern diese Matrix ein, speichern die Matrix ein, multiplizieren die einfach im Taschenrechner, also Matrix A mal Matrix B, wenn Sie das für A und B einspeichern, ist gleich und erhalten sofort die Ergebnismatrix. Wenn Sie den Taschenrechner nicht verwenden dürfen, dann müssen Sie natürlich eine Matrizenmultiplikation machen, das mal demultiplizieren. Ist von der Theorie her natürlich sehr einfach. Allerdings aufwendig. Das heißt, da sitzen Sie ein paar Minuten dran. Aber eben, ich gehe davon aus, Sie dürfen GTR verwenden oder CAS oder Computerprogramm sowas. Multiplizieren, speichern also beide Matrizen ein, multiplizieren die mit der und erhalten sofort die RE-Matrix. Ich führe das jetzt hier nicht vor, weil wenn Sie den Taschenrechner bedienen können, wird es einfach. Sie sollten auf jeden Fall die Matrix hier erhalten von 18, 18, 27, 8, 8, 14 und 11, 11, 17. Wenn Sie das Ergebnis erhalten, haben Sie es richtig gemacht. Wenn Sie es nicht erhalten, haben Sie halt versagt.